Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Feed the Beast Infinity Wolf Skyblock Expert Mode. Gestern im Livestream haben wir hier den Bereich ein bisschen für ME-Controller vorbereitet. Wir haben hier noch einen Crafting-Turm gebaut und wir haben Drives bestellt. Wir schauen mal am besten, ob das jetzt alles funktioniert hat. Crafting-Status. Okay. Das sind Calculation-Prozessoren, die habe ich jetzt gerade vorhin noch bestellt, weil ich mir so ein Networking-Tool gebaut habe. Weil ich mich ein bisschen über den Energiestand hier gewundert habe. Und ja, wir verbrauchen 150 F pro Tick. Die gute Nachricht ist aber, es scheint alles funktioniert zu haben, oder? Das habe ich jetzt noch nicht nachgeguckt. Aber ich gehe davon aus, oder er hat es abgebrochen. Nee, 60 Stück. Nice. Ich meine, kann man mal machen. Damit haben wir jetzt auf jeden Fall ein bisschen Speicher. Nein. Gut, wir haben auch über 10.000 Redstone dafür verballert. Aber hey. So. Ich meine, das wird langfristig natürlich niemals reichen, aber ich denke mal, erstmal sind wir damit ganz gut abgesichert. Und wir haben ja immer noch die Drawer. Dafür haben wir das Rezept schon. Von dem her passt das. So, müsste genau aufgehen. Perfekt. Ja, super. Damit hätten wir das. Dann bestellen wir aber noch welche, so. Ja, lass mal noch so 10 Stück bestellen. Ach so, der ist jetzt hier von. Ja, nee, dann brechen wir das mal ab. Und bestellen ein paar 64k. 10 Stück. Dankeschön. Und zwar um die Türme hier ein bisschen auszureizen. Hier haben wir nämlich im Stream das automatisiert. Mit einem Octet Capacitor. Das läuft jetzt auch. Genau, hier habe ich einen Tipp gelesen. Einfach einen Redstone-Block drunter zu stellen. Das machen wir auf jeden Fall. Das ist nämlich eine gute Idee. Da hat man diesen blöden Schalter nicht. Und es gibt absolut keinen Grund, warum wir das Ding abschalten sollten. Induction Furnace Redstone-Block. So. Wenn ich den jetzt hier wegmache, dann sollte immer noch 100% Heat. Gut, ist jetzt sowieso. Ach ja. Ist jetzt sowieso, aber naja. Gut, der arbeitet. Was wir auch gemacht haben, ist, dass wir hier vorne die Skystone-Produktion so ein bisschen automatisiert haben. Hier ist noch ein bisschen Skystone, das. Alter. Ich meine, es ist jetzt auch schon einige Stunden her, ne? Und es läuft immer noch. Aber gut. Umso besser. Ach ja, jetzt läuft hier die Sandproduktion. Die aber gleich durch ist, wenn ich das richtig sehe. Perfekt. Dann können wir hier ein bisschen Skystone schmelzen. Denn wir wollen ME-Controller bauen. Brechen wir das mal ab. Wir brauchen Engineering. Machen wir also 50 Stück. 1, 2, 3, 4. Okay, das ist ein bisschen nervig, aber gut. So, 6. So, und zwar ist der Plan so. Und noch ein höher? Ja, noch ein höher, ne? Genau. Und so. Und so, das müsste gehen, oder? Ich glaube, das müsste gehen.
Wobei wir das auch am Schluss machen können. Erstmal vielleicht so die Grundform. Boah, ich dachte gerade, was ist das runtergefallen? Das wäre ärgerlich. Da haben wir wieder ein paar. Zack. Wie? Wir haben keine Pure Fluix mehr. Hä? Wie, ich kann keine craften. Wo ist das Pattern hin? Pure Fluix. Sieht. Fluix. Hä? Habe ich das nie angelegt? Hier ist der Seed. Ach krass. Ich bin schockiert. Ne, es ist sogar noch ein Crafting-Rezept. Ein Sand und ein Fluix-Dust wird zu den Dingern. Genau, wird hier so ein Seed. Wird hier so ein Seed. So, dann hätte ich gern zum Beispiel 10 so Seeds. Pure. Ein Glück, dass wir noch einen haben. Processing Pattern. Aus einem Seed wird ein solcher. Und das kommt dann hier rein. Das ist ja richtig. Schauen wir nochmal, ob das hier richtig eingestellt ist, aber das müsste. Genau, das ist richtig eingestellt. Okay. Das ist ja crazy. Pure. Ist ein bisschen heftig. Nö, ne? Die können ja alle gleichzeitig mehr oder weniger gecraftet werden. Er macht jetzt erstmal das Zeug hier fertig, was hier super schnell geht. Die anderen, für die sind ja schon. Die hier craften auch gerade. Ah ja, und ich sehe sie da drin rumfliegen. Okay, sehr gut. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, einer muss noch drauf. Aber ich glaube, das haben wir schon einkalkuliert, ne? Genau. 4 Molecular Sampler und ein Interface. Alles schon vorbereitet vom Stream. So. Und so. Dann einmal schlafen. Weil wir ja tatsächlich langsam strommäßig ein bisschen schwierig dastehen. Um es mal vorsichtig auszudrücken. Sollen wir vorübergehend die vielleicht mopsen? Ne, die werden wir noch brauchen hier. Aber wir können hier vielleicht die dritte mal wegnehmen und hier an seinem E-System heften. Dann steigt das Energieplus auf ungefähr 800 RF pro Tick. Auch wenn wir über 1000 produzieren. So. Dann die Energieproduktion für den Core, die Solarpanels, hätte ich gesagt, kommen direkt drauf. Ja, genau, die kommen direkt drauf. Dann haben wir hier verschiedene Kabel. Ich hätte ganz gern Smart Cable. Geht das? Nee, weil wir keine Wolle. Ach ja, wir haben keine Wolle. Ah, wir haben String, oder? Naja, ein bisschen. Aber das würde ich dann fast lieber nutzen, um Dense Cable zu machen.
Drei Stück Glasscable. Denn hierfür zum Beispiel ja, brauchen wir keine ausgefeilten Glas, aber bunt, damit die sich nicht verbinden. Das wäre ganz gut. Haben wir irgendwie, gut, wir haben auf jeden Fall Lapis. Damit können wir schon mal blaue machen. So, so. Damit gehen wir hier mittig drauf. So, jetzt ist die Frage, was bietet sich noch als Färbemittel? Ach, wir haben sogar noch gelben Farbstoff, das ist cool. Genau. Jetzt haben wir schon ein Problem, jetzt dürfte der Controller hier nicht. Ah, ne, es berührt den Controller noch nicht gut. Dann können wir ja sogar die hier mit Gelb austauschen. Und später einfach das hier abmachen. Das ist gut. Das ist sehr gut. So, schauen wir mal. Alles fertig? Okay. Sehr schön. Dann kommt. Was gebe ich hier für Mist ein? Controller. So. 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 Oh Mann. Naja. Zumindest müssen wir das nur einmal machen, dann ist für gefühlt alle Ewigkeit Ruhe. So, jetzt haben wir 16 Stück. Schauen wir mal, wie weit wir damit kommen. Ja, und jetzt haben wir schon das erste Problem. Weil wir jetzt die Berührung da hinten haben. Die muss weg. Der leuchtet jetzt, bis die Energie raus ist. Und geht gleich aus. 1, 2, 3, 4 hoch. 1, 2, 3, 4. Ja. Ja. Kann man machen. Kann man machen. Nee, das war klar, dass es so nicht funktioniert. So. Warum kann er da nicht drin liegen bleiben? Aber für Autocrafting sind wir halt definitiv nicht reich genug, weil er für jedes einen so einen Wrench dann brauchen würde. Das übersteigt unsere Kapazität gerade ein bisschen. So. 1, 2, 3, 4. Okay, machen wir noch einen und dann reicht's vorerst. Ich will jetzt hier nicht 5 Stunden lang Controller craften. So, jetzt haben wir zumindest schon mal die grobe Form. Genau. Dann könnten wir. Und das hier doch noch mal nehmen und dann hier den das Networking Tool, so heißt es, das Network Tool. Gut, das zeigt keine Ergebnisse an. Okay, aber erstmal da, ich denke mal, nachher füllen wir das hier mit 1, 2, 3, 4 Capacitor Banks und stellen die da drauf oder irgendwie sowas. Das wäre, glaube ich, ganz cool. Was mache ich hier eigentlich? Das hier.
Energieverbrauch von 228 RF pro Tick. Und das sind nur die Controller und die Dinger hier. Oha. Okay. 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 Kann man damit auch? Ja. So. Wird schon wieder dunkel, ich hoffe nicht. So, jetzt wird es langsam spannend, denn... Naja, wir haben jetzt quasi noch zwei Controller von da, die wir irgendwo einbauen können. Bauen wir die mal so ein. Sieht irgendwie stylisch aus. Oder doch, wir machen 1, 2, 3, 4. Dance-Kabel? Hat jemand Dance-Kabel? Oh oh. Wir haben eins zu wenig. Nein. Okay. Es gibt eine Möglichkeit, die super hässlich ist, aber da wir jetzt gerade sonst keinen Zugriff mehr auf unsere Sachen haben. So. Das sieht so dumm aus. Egal. Gut, man könnte natürlich 1, 2, 3, 4. Oh nee, das ist ja symmetrisch. Ich dachte gerade, man könnte hier drin quasi diese Terminals reinhängen, aber nö, kann man nicht. Aber man könnte sie hier so dranhängen. Ja, für so, solche Späße ist es halt zu niedrig, einfach, ne? Crafting Terminal. Wir brauchen mehr Dance-Kabel. Wo wir die Speicher hinbauen, weiß ich auch gerade noch nicht, aber ich denke, dafür finden wir auch einen Weg. So, jetzt müssten hier gleich 20 Kanäle aktiv sein. Genau. Das hier brauchen wir noch. Das bringt noch mal ein paar Kanäle mehr. 23 Kanäle. Ist jetzt alles wieder angeschlossen? Ich glaube, es ist jetzt erstmal alles wieder angeschlossen über den neuen Core. Was schon mal sehr gut ist. Haben wir noch Dance? Ja, genau, hier sind die drei Dance-Kabel. Dann können wir hier doch vielleicht schon mal ein bisschen schöner anfangen. Ja, was heißt schöner? Einfärben müssen wir die, glaube ich, trotzdem noch. Hier hinten wäre dann quasi das nächste Dance-Kabel. Der Controller. Wobei, ich denke mal, wir setzen die alle auf die Höhe hier. Dann ist das besser. Dann kann man jetzt auch solche Späße machen. Wie die, die ich ja ursprünglich vorhatte. Ja, wenn wir schon bunte haben, dann nehmen wir mal gelbe. Okay, die ist schon sehr streng, die Farbe, aber geht. So.
Dann mal ein Interface Terminal. Oder Pattern Terminal. Mit Pattern drin. Brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Interface Terminal. Jetzt haben wir hier die ganzen Molecular Assembler. Genau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die brauchen jetzt verschiedene Sachen, die sie abarbeiten. Und vor allem so die Basic-Sachen sollten idealerweise alle parallel gemacht werden können oder so gut es geht parallel. Genau, wobei die könnte man alle zusammen machen und die könnte man auch zusammen machen. Hier werden die Nuggets klein gecraftet. Dann könnte man den hier hinpacken. Okay. Dann können wir jetzt noch mal weiterschauen mit dem Pattern. Und zwar Solar. Das wäre jetzt die nächste Stufe. Dafür brauchen wir Enderium Nuggets. Dann brauchen wir, ach, Enderium Elektrum natürlich. Brauchen wir die Dinger. Und dann brauchen wir die hier. Dann hätten wir die nächste Stufe. Ich bin mir gerade noch nicht sicher, ob das schlau so ist, aber ich denke mal, das ist nicht so dramatisch. Wie war denn das? Also ich glaube, das hier können wir zu Invert packen, weil das auch nicht so oft gebraucht wird. Solar. Jetzt könnte ich doch theoretisch schon eins craften lassen. Ja, das sieht gut aus. Okay. Dann kommen die Kaliber, die wirklich interessant sind. Also erstmal. Okay, wir haben schon Enderium Nuggets. Gut, dann fehlt jetzt erstmal ein Rezept. Das müssen wir uns merken. Wir können dann direkt das hier speichern. Dann können wir direkt das hier speichern, ne? Ja. Nein, wir haben keine Pattern mehr. Toll. 60 Stück, please. So. Das Ding da rein. Das Ding da rein. Und könnten wir sogar noch. Dann können wir jetzt eins davon herstellen lassen. Ja, schauen wir mal. Start. Okay, er muss tausende von Nuggets craften. Das macht er jetzt irgendwo hier, ne? Fünf Acceleration Cards passen hier jetzt rein. Hier oben macht er jetzt die Nuggets klein. Okay. Crafting Unit. Engineering Prozessor. Welcher craftet das gerade? Der hier. Ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert. Und ob das eine dumme Idee war oder nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass es durchaus eine dumme Idee war. Solar. Okay, aber er hat die ganzen Nebenprodukte hier reingelegt oder nicht? Schauen wir mal. Nugget. Ja, doch, hat er. Okay. Also tatsächlich. Kann man nicht aus Versehen alles wegwerfen. Das ist schon mal gut. Denn jetzt haben wir hier
mehrere Prozesse, die gleichzeitig gefertigt werden können. Das macht viel mehr Sinn. Was sagt man zu Energieverbrauch dazu eigentlich? Ja. Der Energieverbrauch sagt, schlaf erstmal. Würde ich auch empfehlen. So, was sagt. Ist das denn ernst? Da oben können Viecher spawnen. Wirklich. Wow. Einfach nur wow. Glowstone. Dann schließen wir die halt einfach mit dem Glowstone ab. Ach, da oben können auch Viecher spawnen. Was ist denn los? Das machen wir nochmal schöner. Gefallen tut mir das so nicht, aber wir müssen jetzt erstmal Licht machen. So. Wie sieht es denn aus? Okay, jetzt muss er noch das ganze Glas machen, aber ich würde sagen, es sieht eigentlich gut aus. Energieverbrauchstechnisch haben wir tagsüber trotzdem noch ein Plus. Aktuell verbrauchen wir 680 RF pro Tick. Hui. Und das, obwohl die Assembler gerade wieder nicht laufen. Das ist, glaube ich, echt das einzige Problem hier. Der Induction Furnace, der ist auch ein bisschen arm dran, ne? Da müssen wir, glaube ich, später tatsächlich vielleicht mit Level-Limitern arbeiten, um da ordentliche Mengen herzustellen auf Vorrat. Aber das läuft jetzt auf jeden Fall. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge haben wir ebenfalls ein weiteres Resonant. Damit können wir dann schon mal einspeichern, was wir machen. Und wir müssen Enderium automatisieren. Oh, wir müssen noch so viel machen. Inklusive der Schaffarm da noch. Aber das ist alles Zukunftsmusik. Ich würde sagen, wir bauen die Glowstones hier nochmal ab. Die sind so hässlich, dass das packe ich einfach nicht. Also auf den Türmen geht es noch, aber das packe ich hier einfach nicht da. Nee, da überlegen wir uns was anderes. So. Ich würde sagen, das war's dann soweit für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.